Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 36, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde. Kinder müssen schwimmen lernen, auch in Hessen, Drucksache 19-3773 aus 19. Und als Erstes hat das Wort Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bereits zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode beschäftigen wir uns mit den Schwimmbädersterben in Hessen. Im März 2014 schlug der DLRG vor dem Hintergrund von 37 bereits geschlossenen und 48 im Bestand akut gefährdeten Schwimmbädern Alarm. Der DLRG stellte damals schon fest, dass die Schwimmprüfungen innerhalb von 12 Jahren um 76.000 Prüfungen auf nur noch rund 130.000 pro Jahr gesunken seien. SOS Seepferdchen in Not. Die Situation hat sich seitdem in Hessen weiter verschlimmert. Inzwischen sind es bereits 44 geschlossene Bäder. Vielerorts ist der Schwimmunterricht damit gar nicht mehr möglich oder nur noch mit langen und teuren Anfahrtswegen möglich. Und das schreckt die Schulen ab. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist besorgniserregend und beschämend zugleich. 2/3 aller Kinder in Hessen sollen, so wird berichtet, nach der Grundschule nicht oder nur unsicher schwimmen können. Wenn nicht endlich ein Umdenken einsetzt, müssen sich die Kommunen in ein paar Jahren die Schuld dafür geben lassen, dass bei ihnen die Kinder ertrinken. So drastisch beschrieb das der DLRG-Sprecher Achim Wiese zur aktuellen Situation. Auf unseren Appell, die Kommunen so zu finanzieren, dass sie den laufenden Betrieb ihrer Schwimmbäder sicherstellen können, wurde uns in unserer Aktuellen Stunde im März 2014 SOS Seepferdchen in Not bereits entgegnet, dass die Schwimmbäder in der Verantwortung der Kommunen liegen und das Land doch allerhöchstens Hilfestellung anbieten könne. Die ist auch gefragt. Nun hat sich auch der Präsident des Landessportbundes, der Ihnen alle bekannte Rolf Müller, zu Wort gemeldet und fordert, dass das Land nun endlich seinen Beitrag zum Erhalt der Schwimmbäder leisten müsse. Ich kann ihm nur beipflichten. Recht hat er. Den Lösungsvorschlag des Landessportbundes, einen Bonus für Schwimmbäder einzuführen, halten wir aber nicht für ausgereift. So wichtig Schwimmbäder und die Gewährleistung des Schwimmunterrichts auch sind, genauso gut könnte man einen Bonus für Bibliotheken oder Volkshochschulen fordern. Auch diese Einrichtungen sind massiv bedroht oder stehen oft kurz vor der Schließung. Um eine ausreichende und flächendeckende Versorgung mit Schwimmbädern, in denen das Schwimmen erlernt werden kann, zu ermöglichen, müssen die Kommunen in die Lage versetzt werden, diese aus eigener Kraft finanziell unterhalten zu können. Aus eigener Kraft. Die kommunalfeindliche Politik der Landesregierung der vergangenen Jahre hat aber leider genau das Gegenteil bewirkt. Im Grunde sind diese bisherigen Schließungen ja sogar politisch von der Landesregierung gewollt. Denn schon im Konsolidierungshandbuch für Kommunen, das die alte Landesregierung herausgegeben hat, wird im Punkt 50a, Herr Klee, die Schließung von kommunalen Bädern ausdrücklich empfohlen. Empfohlen. Ja, von der Landesregierung. Auch die Hoffnung darauf zu setzen, dass Trägervereine das Schwimmbadsterben auffangen können, ist fahrlässig. Es mag punktuell Fälle geben, so wie dies z.B. in Limburg-Offheim, dass das funktioniert. Die große Zahl an angeschlossenen Schwimmbädern, geschlossenen Schwimmbädern zeigt aber mehr als deutlich, dass dies eben nicht der Regelfall ist. Was die Kommunen wirklich brauchen, ist eine nachhaltige, ausreichende und langfristige Finanzierung ihrer Aufgaben. Die bestehenden Schwimmbäder, also sowohl die Hallen wie auch die Freibäder zu erhalten, ist eine wichtige Aufgabe der Gesundheitsvorsorge, bei der die Kommunen nicht vom Land allein gelassen werden dürfen.
Hier warten wir auch auf den notwendigen Druck und die Unterstützung seitens des Kultusministeriums, deren Nachlässigkeit und mangelndem Interesse an einem flächendeckenden Schwimmunterricht ist Teil des Problems und muss endlich beendet werden. Doch, das ist Teil des Problems, Herr Klee. Das sagen alle. Und ja, nein, das ist in der Tat das Problem, dass die Schulen nicht angehalten werden, insbesondere die Grundschulen, ihren Auftrag an dieser Stelle auch entsprechend wahrzunehmen. Deshalb sage ich zum Schluss, alle Kinder in Hessen müssen schwimmen lernen können. Das ist unsere Forderung, und das muss unser Auftrag sein. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, das Können ist der entscheidende Punkt hier bei der Debatte, denn die Fraktion DIE LINKE beantragt zur Aktuellen Stunde mit dem Titel Kinder müssen schwimmen lernen. Und da fehlt das Können. Wir sind ausdrücklich gegen eine Zwangsbeglückung. Natürlich wollen wir ermöglichen, dass Kinder schwimmen können müssen. Aber das, was Sie hier fordern, ist, dass der Staat, der allmächtige Staat, dafür sorgt, dass alle Kinder schwimmen lernen sollen. Das ist an der Stelle zunächst einmal ein völlig falscher Politikansatz, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir bei herrlichem Badewetter über diesen Antrag der LINKEN in der Aktuellen Stunde zum Thema Schwimmen sprechen können. Aber das schöne Wetter hat auch seine Schattenseiten. Denn in den Sommermonaten häufen sich in der Tat die in unseren Gewässern zu Tode kommenden Personen. Eins vorneweg, jeder Ertrunkene ist einer zu viel. Und in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr war es laut der Jahresstatistik der DLRG bundesweit 488 Menschen, die in ganz Deutschland zu Tode gekommen sind in Gewässern. In Hessen waren es 24. Man muss also diesen statistischen Zahlen schon ein bisschen Gewalt antun, um aus ihren politischen Forderungen entsprechenden Honig zu ziehen. Zumindest aus der Statistik lässt sich nicht ableiten. Es gibt keine Auskunft, wie die entsprechenden Personen zu Tode kamen und welche schwimmerischen Voraussetzungen sie vorher vorweisen konnten. Die Zahlen sagen nicht einmal etwas darüber, wie viele der Ertrunkenen Nichtschwimmer waren, meine Damen und Herren. Die Lebenserfahrung, aber auch die Lektüre der Tageszeitung, aber auch der DLRG selbst gibt doch Hinweise, warum Menschen ertrinken. Und zu den Hintergründen kann man sagen, es zählt dazu Selbstüberschätzung, gesundheitliche Vorschädigungen, Übermut, Leichtsinn und die Unkenntnis über mögliche Gefahren. Das sind die entscheidenden Ursachen für tödliche Unfälle im Wasser, meine Damen und Herren. Und das sind die Fakten, an denen Sie auch mit Ihrer entsprechenden Debatte nicht vorbeikommen. Es wirkt deshalb schon ein bisschen hilflos, aus diesen Umständen heraus Kritik und Handlungsherausforderungen für die Hessische Landesregierung zu konstruieren, zumal wir in vielen Bereichen auch schon etwas vorweisen können. Meine Damen und Herren, natürlich ist der Schwimmunterricht abhängig von der Möglichkeit, ein nahegelegenes Schwimmbad besuchen zu können. Aber Sie haben es ja auch erwähnt, die Zuständigkeit der Schwimmbäder fällt in den Bereich der kommunalen Selbstverantwortung. Und die Hessische Landesregierung hat in der Vergangenheit ja auch hier unterstützend gewirkt. Man muss der Ehrlichkeit halber auch zugestehen, dass es in der Vergangenheit ja ein auskömmliches, finanziertes Hallenbad-Investitionsprogramm gab. Über 100 Hallenbäder wurden saniert. Über 100 Hallenbäder wurden saniert. Während der fünfjährigen Laufzeit wurden im Programm 45 Millionen € aufgewendet, um Schwimmbäder zu modernisieren. Das darf man bei einer solchen Debatte nicht unter den Tisch fallen lassen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie dann sagen, natürlich brauchen die Kommunen die auskömmliche Finanzierung. Dann muss ich Ihnen sagen, dann müssen Sie auch die Realität zur Kenntnis nehmen. Der neue kommunale Finanzausgleich startet in diesem Jahr mit einem Rekordvolumen von 4,4 Milliarden €. Für das Jahr 2017 gibt es ein Allzeithoch. Die kommunale Familie kann sich auf noch mehr Geld freuen. Insgesamt fast 4,6 Milliarden € wird das neue kommunale Finanzvolumen sein. Das sind doch positive Signale für die Kommunen, für eine auskömmliche Finanzausstattung, wofür diese Landesregierung auch Sorge getragen hat. Die Kommunen können das leisten mit dieser neuen finanziellen Ausstattung, meine Damen und Herren. Darüber hinaus gibt es ja auch weitere Unterstützungen für die kommunale Familie. Ich erwähne es nur hier am Rande, das Kommunale Investitionsprogramm mit über 643 Projekten sind auch Maßnahmen, wo über 1 Milliarde € ausgeschüttet wird für Infrastrukturmaßnahmen auf der kommunalen Ebene.
Diese Beispiele zeigen, meine Damen und Herren, die Finanzen der Kommunen und damit auch die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sind bei dieser Landesregierung in guten Händen. Meine Damen und Herren, dass alle Kinder schwimmen können sollen, das ist keine Frage. Da stimmen Ihnen alle zu. Aber ich darf schon die Frage in den Raum werfen, ist das denn ausschließlich eine staatliche Aufgabe? Ich bin der Meinung, hier sind auch die Eltern gefragt. Warum muss denn die Schule den Kindern das Schwimmen beibringen? Warum muss denn die Schule Kindern Schuhe zubinden, Fahrrad fahren, lesen und vieles andere mehr bringen? Das sind nach meinem Verständnis auch Aufgaben, wo die Eltern Erziehungsaufgaben mitleisten müssen, meine Damen und Herren. Die Schule kann hier durchaus unterstützen, um Grundlagenkenntnisse zu vermitteln. Natürlich. Ich habe ja nicht gesagt, dass das nicht schulische Aufgabe ist. Entscheidend ist doch der Punkt, meine Damen und Herren, was im Grundgesetz steht. Die Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern, keine Frage. Der Satz geht aber noch weiter. Und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht, meine Damen und Herren, das ist auch Aufgabe der Eltern. Und man kann das nicht allein auf die Schule abwälzen. Wo haben Sie denn hier im Raum und die Damen und Herren auf der Zuschauertribüne schwimmen gelernt? War das erst in der Grundschule? Im Schwimmbad? Kollege Bauer, die Frage können wir, glaube ich, nicht beantworten lassen. Ihre Redezeit ist zu Ende. Ja, ich bedauere das sehr. Meine Damen und Herren, ich darf zum Schluss festhalten, der Schwimmunterricht ist in Hessen durchaus möglich. Wir haben die Schwimmbäder unterstützt und gestärkt, und die Kommunen sind durchaus in der Lage, mit den entsprechenden finanziellen Zuweisungen ihre Schwimmbäder in Schuss zu halten. Und zum Schluss noch den Kerngedanken. Schwimmlernen zu vermitteln, ist nicht alleine Aufgabe des Staates. Hier sehe ich auch die Eltern in der Pflicht. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Skandalös. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich weiß nicht so ganz, wo jetzt diese Aufregung herkam. Das Thema ist eigentlich doch zu wichtig und eigentlich kein Anlass für besonders aufgeregte Auseinandersetzungen. Ich bin den LINKEN ganz dankbar, dass Sie es mal hier auf die Tagesordnung gesetzt haben. Aber wir sollten das in aller Ruhe besprechen. Dieses Thema Schwimmunterricht beschäftigt den Landtag ja häufiger seit geraumer Zeit. Es gab verschiedene kleine Anfragen, Berichtsanträge. Anlass sind heute für die Befassung, das hat der Kollege Schaus ja dargelegt, die neuesten Zahlen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die nach Jahren des Rückgangs, auch das muss man mal bemerken, jetzt wieder steigende Zahlen von Todesfällen im Wasser berichtet, bis Ende August 30 in Hessen, bundesweiter Anstieg bei Kindern im Grundschulalter, also natürlich nicht nur in Hessen. Und eines, da stimme ich dem Kollegen Bauer ausdrücklich zu, man sollte jetzt diese Zahlen nicht pauschal benutzen, um hier auf den Schwimmunterricht oder fehlenden Schwimmunterricht in Hessen zu zeigen. Es gibt dort eine Vielzahl von Ursachen, und da müssen wir überall ansetzen und das Beste tun, was wir dagegen tun können. Aber über eines sollten wir uns auch klar sein. Die beste Prävention gegen das Ertrinken ist natürlich als erstes Mal, dass wir den Menschen das Schwimmen beibringen. Insbesondere sind wir natürlich dafür verantwortlich, dass die Kinder das lernen. Und der Tatbestand ist eben so, wie es Michael Hohmann von der DLRG Hessen formuliert hat. Ich darf das einmal zitieren aus der Wiedergabe in einem Bericht des Hessischen Rundfunks, der Hessenschau. Ein Drittel der Kinder nach der Grundschule können nicht oder nur unsicher schwimmen. Es geht also nicht um 100 %, Herr Kollege Bauer. Ein Drittel können nicht oder nur unsicher schwimmen. Und Herr Hohmann wird weiter zitiert, völlig richtig. Wenn der Schwimmunterricht nicht mehr gehalten werden kann, dann können auch immer weniger Schüler schwimmen. Das sind Zusammenhänge, die man sicherlich nicht wegdiskutieren kann, Herr Kultusminister. Es ist nun einmal so, die Landesregierung ist zuständig für den Erhalt des Schwimmunterrichts als verbindlicher Bestandteil im Schulsport. Und es ist unbestritten, auch darauf hat der Kollege Bauer hingewiesen, die Durchführung von Schwimmunterricht ist natürlich an den jeweiligen Schulstandorten auch davon abhängig, dass die Möglichkeit zur Nutzung von Schwimmbädern geschaffen wird. Und dafür sind in erster Linie die Schulträger verantwortlich. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und ich will auch unterstreichen, auch die Eltern sind natürlich in der
Pflicht, ihren Kindern möglichst frühzeitig das Schwimmen beizubringen und sich bewusst zu machen, dass auch der Erwerb des Seepferdchens nicht ausreicht, um von Schwimmen können zu reden. Aber, und das, Herr Kollege Bauer, haben Sie leider ausgeblendet, das befreit nicht die Landesregierung davon, Ideen und Konzepte zur Realisierung des Schwimmunterrichts zu entwickeln und ihrer Verpflichtung, gerecht zu werden, den Schwimmunterricht zu gewährleisten. Ich darf da einfach nur einmal die bestehenden Regeln zitieren. Den Bildungsstandard Sport Primarstufe gilt in Hessen, hat die Landesregierung in Hessen erarbeitet. Bildungsstandard Sport Primarstufe. Und Herr Bauer, hören Sie genau zu. Unter der Überschrift Bewegen im Wasser steht dort nicht, ein paar Kindlein sollen schwimmen lernen, sondern dort steht, Ziel ist es, dass alle Kinder die Anforderungen für den Erwerb des deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze, freie Schwimmer, erfüllen bzw. sich mindestens sicher über Wasser halten können. Damit hat die Landesregierung selbst die Messlatte gesetzt, und sie läuft wie leider so oft wieder darunter durch. Zu den Berichtsanträgen und wortgleich in der Beantwortung der Kleinen Anfrage, Drucksache 19/1536, hat die Landesregierung ausgeführt, und ich zitiere auch das, die hohe Bedeutung des Schwimmunterrichts für die Landesregierung kommt hinreichend dadurch zum Ausdruck, dass Schwimmunterricht in Lehrplänen und Bildungsstandards verankert ist. Meine Damen und Herren, das müssen Sie sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine etwas abenteuerliche Argumentation, Herr Kultusminister. Wenn das zutrifft, wenn das ausreicht, um die Pflicht zu erfüllen, was würde das für andere Fächer bedeuten? Für Mathematik, für Deutsch, für Musik usw. So können die auch einfach ausfallen? Und die Landesregierung lehnt sich dann entspannt zurück mit dem Hinweis darauf, wir haben unsere Pflicht erfüllt, es steht in den Lehrplänen und Bildungsstandards, ob der Unterricht stattfindet oder nicht, ist nicht unsere Verantwortung. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregierung muss dafür Sorge tragen, dass die Schulen den Schwimmunterricht erteilen können. Erforderlich ist es, Konzepte zu entwickeln, die Schulen vor Ort zu unterstützen, eine gute Einbettung in den Unterricht, Kooperationsmodelle, Blockunterricht. Das sind alles nur Stichworte. Da ist Kreativität gefragt. Das ist meine abschließende Forderung an diese Landesregierung. Verwenden Sie Ihre Kreativität einmal dafür, solche Modelle zu entwickeln, und nicht dafür, die Schulen immer mehr zu gängeln. Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Hartmann, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Im alljährlichen Rhythmus führen wir die Diskussion um die besorgniserregende Entwicklung, dass die Zahl der Nichtschwimmer, rund ein Drittel der unter 14-Jährigen kann laut Statistik nicht schwimmen, und auch die Zahl der tödlichen Badeunfälle extrem angestiegen ist. Und eins unterscheidet aber die heutige Debatte von den vorherigen. Also so hanebücherne Argumente habe ich selbst von Rednern der CDU-Fraktion noch nie gehört. Und Herr Bauer, es ist schon makaber, wie Sie die Zahl der tödlichen Badeunfälle analysieren. Und Sie kommen aus demselben Landkreis wie ich, der einen rühmlichen letzten Platz oder einen Spitzenplatz, was das Nichtvorhandensein von Schwimmmöglichkeiten anbelangt, laut der Hessenschau-Umfrage einnimmt. Und da hätte ich erwartet, dass Sie etwas sensibler an dieses Thema herangehen. Und die Vorredner haben es schon deutlich gemacht. Die geschilderte Negativentwicklung kommt ja nicht von ungefähr. 44 geschlossene Schwimmbäder seit 2000. Das konnte auch das kurzfristig aufgelegte Hallenbadsanierungsprogramm nicht verhindern. Und die Hessenschau-Umfrage hat ja gezeigt, dass viele Kinder keine Chance haben, schwimmen zu lernen. Schwimmen im Rahmen des Schulsports. Ich bin Herrn Kollegen Greilich dankbar, dass er auch einmal aufgeführt hat, was in den Rahmenrichtlinien definiert ist. Ich würde Ihnen empfehlen, sich diese Rahmenrichtlinien auch einmal anzuschauen. Da ist nämlich genau geregelt, dass Kinder am Ende der 4. Klasse die Anforderungen für den Erwerb des bronzenen Schwimmabzeichens, also des Freischwimmers, erfüllen können sollten.
und dass insbesondere in den Jahrgängen 5 und 6 Schwimmunterricht flächendeckend angeboten werden soll. Es ist nicht damit getan, dass dann eine Meldung an das staatliche Schulamt oder das Kultusministerium erfolgt, wenn dies nicht gewährleistet ist. Auch hier würde ich mir von dem Kultusminister erwarten, dass er darauf dringt, dass die Landesregierung, seine Kollegen, insbesondere der Finanzminister, auch seinen Beitrag leistet, dass diese Forderungen, diese Rahmenrichtlinien auch umgesetzt werden können. Und gerade in ländlichen Regionen sind 25 km Entfernung, auch das ist aus der Umfrage deutlich geworden, zum nächsten Hallenbad keine Seltenheit. Und es darf nicht sein, dass das Schwimmenlernen wieder vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und wenn ich mir anschaue, gerade auch die aktuelle Bertelsmann-Studie zur Kinderarmut, und dann ist klar, dass rund 20% der Kinder, die in Armut aufwachsen und zum Teil noch aus Familien kommen, wo die Eltern selbst nicht schwimmen können, dass diese wohl nicht in der Lage sind, jetzt in irgendeinem Spaßbad oder in einem teuren Schwimmkurs schwimmen zu lernen. Und da erwarte ich mir, dass Sie, die Sie in der Verantwortung sind, dieser Verantwortung auch gerecht werden. Der Anspruch auf Schwimmunterricht darf nicht nur auf dem Papier, das heißt in den Rahmenrichtlinien Sport, stehen, sondern muss auch umgesetzt werden. Und, lieber Kollege Peter Beuth, als Sportminister, wenn Sie schon die Opposition hier nicht ernst nehmen, als Sportminister würden Sie vielleicht gut daran tun, unseren geschätzten ehemaligen Landtagskollegen und Präsidenten des Landessportbunds, Dr. Müller, mal ernst zu nehmen, der der Landesregierung massive Versäumnisse beim Erhalt von Schwimmbädern vorwirft. Und er kritisiert, dass billigend in Kauf genommen wird, dass Hessen zu einem Land der Nichtschwimmer wird. Ich bin der Auffassung, dass Dr. Müller zu Recht die schwarz-grüne Landesregierung bei der Finanzierung der Städte und Gemeinden kritisiert. Und dass diese Landesregierung es leider versäumt hat, bei der KfA-Reform einen Bonus für Kommunen mit Schwimmbädern oder für Kommunen, die Zweckverbände betreiben, entsprechend zu unterstützen. Ich kann Sie nur auffordern, reden Sie doch einmal an Ihren Kollegen, Herrn Finanzminister Dr. Schäfer, heran, mit der Bitte, für den Haushalt 2017 ein sinnvolles Sportstätten- oder wenigstens Schwimmbadsanierungsprogramm in den Haushalt einzustellen, die es den Kommunen ermöglicht, ihre Bäder nicht weiter schließen zu müssen, die jetzt noch überhaupt noch da sind. Es gibt einen erheblichen Renovierungsbedarf. Und bei einer allgemeinen Finanzdecke, wie wir gestern erfahren haben, die hinten und vorne nicht reicht, dann sind die Ausführungen, Herr Bauer, die Sie gemacht haben, dass die Kommunen durchaus in der Lage wären, Sportstätten zu finanzieren, Schwimmbäder zu finanzieren. Diese Aussage geht auch tatsächlich an der Realität vorbei. Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Gute Tradition in dem Haus, dass wir uns in sportpolitischen Fragen immer weitgehend einig waren. Ich würde mir wünschen, dass wir zu dieser Einigkeit wieder zurückkommen und gemeinsam mit dem Landessportbund hier eine Lösung finden, die allen Kindern das Schwimmenlernen ermöglicht und die Kommunen in die Lage versetzt, ihre Sportstätten entsprechend zu renovieren und insbesondere zu erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächstes spricht Frau Abg. Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, über zwei Dinge sind wir uns heute einig, nämlich erstens, wir machen uns Sorgen, weil es gibt tödliche Badeunfälle, auch in Hessen, und zweitens, es können zu wenige Kinder schwimmen. Ich möchte jetzt einmal meinem Kollegen Herrn Greilich von der FDP recht geben, was ich selten tue, aber wir sollten über diese Dinge ruhig reden. Zu den tödlichen Badeunfällen. Wir haben 24 bis 30 in Hessen gehabt dieses Jahr. Die Zahlen sind da unterschiedlich. Aber eines ist dabei klar, es sind 6 mehr als im Vorjahr. Es lohnt sich aber auch einmal hinzuschauen, zu gucken, welche Menschen da beim Baden tödlich verunglückt sind. 14 davon in unbewachten Gewässern, Flüsse, Seen.
und wir haben den Anstieg in einer Altersgruppe von den 50- bis 90-Jährigen. Das heißt, einen kausalen Zusammenhang herzustellen zwischen tödlichen Badeunfällen und derzeitiger Situation Schulschwimmunterricht, das funktioniert da nicht. Zu den Nichtschwimmerkindern. Es ist sicher richtig, dass sich das Freizeitverhalten der Kinder geändert hat im Vergleich zu früher. Wir haben den ganzen Sommer im Schwimmbad verbracht, keine Frage. Das ist heute nicht mehr so. Schwimmen muss permanent trainiert und geübt werden. Das einmal zu erlernen in einem fünfstündigen Kurs reicht nicht. Das ist ein Problem. Das liegt an dem Freizeitverhalten der Kinder und auch an dem Verhalten der Eltern, sicherlich. Aber trotzdem, die Schulen haben den Anspruch, Schwimmunterricht zu erteilen und jedem Kind das Schwimmen beizubringen. Das steht in den Lehrplänen so. Und wir haben jetzt schon gehört, geschwommen werden kann nur da, wo ein Schwimmbad da ist, auch klar. Und es gibt finanzielle Probleme für die Kommunen, die diese Schwimmbäder unterhalten. Und dazu möchte ich jetzt kommen, weil darum geht es ja eigentlich. Es geht darum, wer finanziert die Schwimmbäder und wie funktioniert das ganze System. Wir haben da mehrere Probleme, nämlich einmal die Eintrittsgelder sind nicht kostendeckend. Natürlich nicht. Das sollen sie ja auch nicht sein. Sonst könnte sich kein Mensch mehr leisten, ins Schwimmbad zu gehen oder nur Bezieher höherer Einkommen. Natürlich darf das nur 2,50 € kosten, damit jedes Kind ins Schwimmbad gehen kann. Das ist in Ordnung, dass dadurch ein Defizit entsteht. Weiter. Die Entgelte der Schulträger, und jetzt sind wir beim Schulsport, für die Nutzung der kommunalen, der gemeindlichen Schwimmbäder sind nicht kostendeckend. Das ist ein Problem. Denn wären sie kostendeckend, würde der Schulträger dann diese Kosten für die Nutzung der Bäder, was zum schulischen Bereich gehört, wiederum umlegen über die Schulumlage auf alle kreisangehörigen Gemeinden, die ja alle von dem Schulschwimmen ihrer Kinder in ihrer Gemeinde profitieren. Das passiert im Moment nicht. Da gibt es ein Problem. Dann wäre es schön, wenn auch die umliegenden Gemeinden die Schwimmbäder nutzen, sich an den Kosten beteiligen würden. Das ist oft nicht so. Das funktioniert manchmal und teilweise in Zweckverbänden, aber längst nicht immer. Auch da könnte man noch viel tun in Sachen interkommunale Zusammenarbeit. Und schließlich, warum sind denn die Defizite in den einzelnen Schwimmbädern überhaupt so hoch? Ein paar Zahlen dazu. Die Deutsche Gesellschaft für Badewesen hat festgestellt, bei den Hallenbädern liegen die Defizite im Bereich je nach Größe zwischen 400.000 und 1 Million € Verlust pro Jahr. Bei den Freibädern etwa 240.000. Und jetzt sage ich noch etwas, was die nicht festgestellt haben. Ein Badebiotop hat einen Verlust von 40.000 €, also ein Bruchteil dessen. Man kann zusammenfassen, große Spaßbäder mit großen Flächen verursachen wesentlich höhere Defizite als reine Schwimmbäder, also Bäder, in denen es Schwimmerbecken gibt, oder gar Freibäder oder gar Badebiotope. So, und was sind das für Entscheidungen? Das sind erst einmal kommunale Entscheidungen. Die Kommunen haben erst einmal entschieden, ob sie ein Freizeitbad, Spaßbad bauen, ein reines Schwimmerbad, ein Freibad oder ein Kombibad oder z.B., wie die Stadt Ulrichstein, ein Badebiotop, das eben nur 40.000 € Verlust verursacht, die im Übrigen auch ganz interessant durch die Einnahmen aus Windkraft in Höhe von 556.000 € locker ausgeglichen werden können. Das Land Hessen unterstützt die Finanzierung durch die Zuweisung im KFA. Sport wird zu 100% bei den Defiziten anerkannt. Weiterhin haben wir das KIP. Es gibt auch Gemeinden, Kommunen in Hessen, die die Mittel aus dem KIP nutzen, um ihre Hallenbäder energetisch zu sanieren. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Investitionsprogramm, in dem das Land Hessen 45 Millionen € in Hallenbäder und Schwimmbäder investiert hat. Und genau das wird das Land Hessen weiter tun, nämlich die Kommunen dabei unterstützen, dass sie ihre Infrastruktur verbessern und so dauerhaft niedrigere Kosten haben, um ihre Bäder zu erhalten, instand zu halten und somit auch Schulsport zu ermöglichen. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Für die Landesregierung hat das Wort Herr Staatsminister Beuth. Bitte sehr.
Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin Frau Kollegin Goldbach sehr dankbar dafür, dass sie die Kausalitätsfrage mal gerade gerückt hat. Von den bedauerlichen Toten bei Schwimmbadeunfällen hinzukommen zu den kommunalen Schwimmbädern in einer solchen Debatte finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unpassend. Aber das ist meine Einschätzung. Ich bin dankbar, dass Frau Kollegin Goldbach das offensichtlich auch so sieht. Meine Damen und Herren, wir haben in Hessen eine hinreichende Anzahl von Schwimmbädern, damit hier alle Kinder schwimmen lernen können. Darüber können wir uns, glaube ich, auch sehr schnell einig werden. Die Frage ist, wir haben in Hessen eine hinreichende Anzahl von Schwimmbädern, damit alle schwimmen lernen können. Das, glaube ich, das dürfte unstreitig sein. Genau. Die Frage ist sozusagen also nicht, ob wir hinreichend Wasserfläche haben, sondern wie das Ganze in unserem Lande organisiert wird. Und da sage ich, da bin ich ganz beim Kollegen Bauer. Das ist eine gesellschaftliche Frage, die alle angeht, die nicht nur den Staat, nicht nur die Schule, sondern in allererster Linie ist es die Verantwortung und die Aufgabe der Eltern, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder schwimmen lernen. Meine Damen und Herren, da kann es da keine zwei Meinungen zu geben. Und die Schulen haben dort auch einen entsprechenden Auftrag. Auch das ist richtig. Die Schulen haben auch einen entsprechenden Auftrag. Die Förderung des Schwimmsports hat in den hessischen Schulen eben auch eine besondere Bedeutung. Der Schwimmunterricht ist an hessischen Schulen flächendeckend vorgesehen. Schülerinnen und Schüler erhalten während ihrer Schulzeit 4 bis 5 Schulstunden Schwimmunterricht. Voraussetzung für die Erteilung des Schwimmunterrichts ist der Erhalt bzw. die Sicherstellung ausreichender Wasserfläche durch die Schulträger. Und damit sind wir sozusagen bei der Frage der Verteilung, wie das organisiert ist. Und die Landesregierung, die leistet ihren Beitrag bei der Qualifizierung von Lehrkräften für den Schwimmunterricht, bei der Fortbildung der Schwimmlehrer, bei dem Erhalt des Schwimmunterrichts als eben verbindlicher Teil des Schulsports und bei der Sicherstellung von Beratungsleistungen über die Fachberatung Sport in den staatlichen Schulämtern gemeinsam mit dem Hessischen Schwimmverband und mit der DLRG. Somit, meine Damen und Herren, leisten wir einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Schule. Und jetzt geht es um die Frage, das ist der dritte Bereich oder der vierte, wenn man so will. Was tun wir, wo leisten wir unsere Beiträge gegenüber den Kommunen bei der Frage der Aufrechterhaltung von Wasserflächen? Und da, das ist hier so ein bisschen abgetan worden. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass dieses Land 50 Millionen € in 105 Sanierungen, Modernisierungen und Erweiterungen von Hallenbädern investiert hat. Das sind doch keine Trinkgelder. Und dann kommen wir noch einmal zu einem weiteren Punkt. Im Jahre 2009 bis 2011 gab es ein Sonder- bzw. ein Konjunkturprogramm dieses Landes. Damals sind 100 Maßnahmen zu den 105 Sanierungen aus Hai, 100 Maßnahmen unterstützt worden mit 20 Millionen €, um das Schwimmen sozusagen in Schwimmbäder, die in Schwimmbäder investiert worden sind. Das ist eine Leistung dieses Landes, und das finde ich auch in Ordnung, auch gegenüber den Kommunen, meine Damen und Herren. Und aktuell gibt es ein kommunales Investitionsprogramm. Und jetzt muss man dann mal die Kirche sozusagen ein Stück weit im Dorf lassen. Wir haben 105 Sanierungen von Hallenbädern aus dem 50-Millionen-Programm. Wir haben 100 Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm. Und jetzt sind von knapp 1.700 Förderanträgen aus dem KIP sind 5 Anträge, die auf Hallenbäder abzielen, und 10, die auf Freibäder abzielen. Also, ich sag mal, dort scheinen die Prioritäten auch in den Kommunen einfach auch anders gesetzt zu werden. Und wie diese Zahl von 15 Schwimmbädern von 1.700 Förderanträgen zeigt ein bisschen sozusagen, wie am Ende die Prioritäten auch vor Ort gesehen werden. Und über den kommunalen Finanzausgleich ist gerade eben schon kurz gesprochen worden. Wir haben im Jahr 2017 erneut einen Rekordwert von 4,37 Milliarden € für die hessischen Kommunen.
und es waren die Kommunen, es waren die kommunalen Spitzenverbände, die bei der Verhandlung des kommunalen Finanzausgleichs gesagt haben, wir wollen den Bäderbonus, der damals bereits diskutiert worden ist, nicht. Die Kommunen selbst wollten dieses Instrument überhaupt nicht. Das muss man doch wenigstens einmal zur Kenntnis nehmen, wenn man sich hier ans Rednerpult stellt und so einen Kram sozusagen erneut herausholt, meine Damen und Herren. Herr Minister, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir machen interkommunale Zusammenarbeit. Interkommunaler Zusammenarbeit ist möglich, dass die Gemeinden dort Unterstützung für Schwimmbäder bekommen. Private Schwimmvereine sind angesprochen worden. Meine Damen und Herren, wir nehmen das Thema sehr, sehr ernst und nehmen dafür und haben dafür einen Haufen Geld seitens des Landes für die Kommunen und für die kommunale Sportinfrastruktur in die Hand genommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Beuth. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.